Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. In der letzten Folge sind wir mit Anakin, Padme, C-3PO und R2-D2 zusammen einem Notruf von Obi-Wan Kenobi gefolgt, der uns auf Geonosis führte und wollten ihn befreien. Hat sich aber dann am Ende herausgestellt, dass das dann keine gute Idee war. Denn jetzt sind die auch noch gefangen. Und jetzt geht's dann weiter mit 4. Ihr seht vielleicht hier schon 5 grün aufleuchten. Es liegt daran, dass ich 4 schon mal aufgenommen habe, aber mein Mikro nicht an war. Ja, ja. Sehr schlau von mir, ich weiß. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen mal rein in die 4. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Jedi-Schlacht. Story erneut spielen. Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Kapitel 4. Jedi-Schlacht. Beim Versuch, Obi-Wan Kenobi von Geonosis zu befreien, werden Anakin Skywalker und Padme Amidala von Jango Fett gefangen genommen. Obi-Wan hat ein Notsignal an den Jedi-Rat geschickt, doch die Lage scheint hoffnungslos zu sein, zumal Count Dooku, der Führer der Separatisten, die Hinrichtung unserer Freunde persönlich überwacht. So, und auf geht's in die Rettung. Wir spielen diesmal Mars Windu. Wir müssen hier, was ist das? Jetzt haben wir schon vier von den Kampfdroiden gekillt. Jetzt fehlen noch 2 Kampfdroidikas. Und dann kann man Padme Amidala befreien. Zack, komm, und jawoll. Los, befreit dich Padme, auf geht's. Oh, und da ist Anakin Skywalker. Den müssen wir natürlich auch noch befreien. Diesmal müssen wir 2 Droidikas killen und 5 E2 Superkampfdroiden. Also Kampfdroiden der 2. Generation, deswegen B2 Superkampfdroiden. Okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Langer Weg. Und da kommt schon der erste Angriff raus. Und Angriff Mars Windu. Eigentlich lenke ich die ganze Zeit nur die Schüsse ab. Aua. Von hinten angreifen ist uncool. So. Was ist das, du Druidika-Schwein? Zack. Anakin, du bist auch frei. Wer fehlt noch? Ja, da ist auch Obi-Wan. Bewacht von 5 Druidikas und 2 Superkampf-Druiden. Okay. Auf geht's. Das war jetzt okay von mir, einfach in die Bombe reinzulaufen. Okay, wollte gerade sagen, das ist übelst cool, wie er springt. Zack, boom, und wie er auch landet mit einem Doppelsprung. Zack, komm, komm. Finde ich gut, Power Up und rein in den Kampf mit dem Druidikas. Auf geht's. Super ablenken. Einfach reingehen. Wir haben das Power Up. Rein da. Jetzt müssen wir gleich aufpassen, weil unser Powerplay weg ist. Weg ist es. Aber es hat gereicht, um alle Druidikas zu zerstören. Einen die 2 Superkampfdruiden und den anderen, den machen wir jetzt einfach. Passt schon. Und Obi-Wan ist auch frei. Jetzt erwarten uns 6 rote Kampfdruiden der ersten Generation, D1. Ich habe das extra nachgeschaut, weil ich in der
vorherigen Aufnahmen nicht mehr wusste, wie die Superkampfschäden genau heißen. Dann war diese, naja, eigentlich nicht, aber ganz blöd. Deswegen habe ich vor dieser Folge extra nachgeschaut, wie die sich nennen. B2 Superkampfdrüben. Die anderen sind die B1 Kampfdrüben. Und von denen müssen wir jetzt 6 rote abschlachten. Jetzt nur noch 3. Aber die sind immer so schwer zu finden. Das ist. Wo bist du? Wo bist du? Wo seid ihr heute? Ah, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ihr seid nur die normalen, ihr seid nur die normalen. Da ist gerade eine Bombe hochgegangen. Oh Mann! Da hinten war einer, oder? Ja. Das war sehr gut von mir. Ich wollte unbedingt die Macht auf ihn anwenden. Zack. Zack, zack. Nein, den roten haben wir nicht mehr erwischt. Ich wollte mit der Macht nämlich einen anderen Druiden. Zack, genau wie der. 2 Druiden abholen. Aber den roten haben wir damit nicht mehr bekommen. Da kann man was aufbauen. Das habe ich beim letzten Mal nicht gefunden. Okay. Mach mal doch mal. Nein, nicht die Macht. Was bauen? Da könnten wir einen Turm bauen, aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil man da oben immer schwarze Macht benötigt. Komm. Das war's. Das war der letzte Rote. Und da kommen die nächsten roten Droiden und nochmal 3 Superkampfdroiden. Na, wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da ist einer. Zack. Zack. Okay, ich sollte vielleicht damit aufhören. Den Superkampfdruiden habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Da ist noch ein roter. So. Nein, nichts da. Nichts. Wo sind die Superkampfdruiden? Ich sehe die nicht. Ich gehe mal ein bisschen umher. Da ist einer. Ah. Du bist mein. Du bist Altmetall. Oh, knapp. Ich habe schon wieder eine Bombe ausgelöst, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Aber wir gehen immer noch 2 Superkampfdruiden und ein roter Kampfdruide ab. Find die einfach nicht. Kann man das auch. Naja, nicht problematisch, aber. Mit der kann man es halt nicht so wirklich sehen. Zack, zack. Da ist wieder ein Superkampfdruide. Das Laser, du Mother. Scheibenwische. Scheibenkleister wird jetzt sein. Völliger Schmarrn, muss ich sagen. Okay, uns fehlt immer noch ein roter und ein Superkampfdruide. Na, wo seid ihr denn? Kommt zu Papa. Kommt zu Papa. Au. Da ist er. Da ist der eine rote, er ist kaputt. Und da ist der Superkampfdruide. Geht doch. Auf gegen Django. 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 Zack, ich werde einfach nur während in der Luft ist die Schüsse abwehren. Weil ich habe schon versucht, mit Springen erreiche ich ihn nicht. Zack, zack. Jetzt hat er nur noch 6 Leben und jetzt ist er unten. Ah, nicht erwischt. 5 nur noch. 4. 3. 2 1 und tschüss. Der arme kleine Boba Fett, sein Vater wurde, also sein Vater, sein, war ja nicht wirklich sein Vater, sondern Boba Fett ist ja ein Klon von Jango Fett, ist gerade getötet worden. Ja, wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir. Wenn ihr was loswerden wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, der mir weiterhilft. Und ja. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.